turn it up, let it start. From block to block, we're snatching hearts and jacking marks. And the punk police can't throw me a man. We could have peace someday, G. But right now, I got my mind set up. Looking down the barrel, I'm a nah, get up. Cause it's time to make the payback facts. And my brothers on the block better stay strapped, black. And accept no substitutes. I bring truth to the youth, tear the roof off the whole school. Oh no, I'm gonna turn the other cheek. Case you can't see this, what we burned the other week, huh? Now we got him in the smash. Snatching hearts and jacking marks. And the punk police can't throw me a man. We could have peace someday, G. But right now I got my mind set up. Looking down the barrel, I'm a nah, get up. Cause it's time to make the payback fast. And my brothers on the block better stay strapped, black. And accept no substitutes. I bring truth to the youth, tear the roof off the whole school. Oh no, I'm gonna turn the other cheek. Case you can't see this, what we burned the other week, huh? Now we got him in the smash. Element, wo da der Beis ist, und das sofort der Dreier von Helios, Entschuldigung, von Helfig, also Freiburg eröffnet das Score mit einem Dreier von der Centerspielerin. Und das ist doch Gur wieder flirtet immer mit einem Dreierversuch. Devlin James kann das und macht das. Es ist unglaublich, was die Frau alles wirft und wie gut sie das macht. Es ist sie ist wahrscheinlich die beste Werferin. Im Moment ist Helios wieder einen Schritt voraus. Mal schauen. Erica Morrow, schöner Pass auf Lara Thalmann für 3. Drin! Schönes Spiel von der Erica Morrow. Uneigennützig. Hat alle sich auf sie konzentrieren. In der Erinnerung an den vorherigen Wurf. Alexia Roll wieder auf Marsha Dotson. Das funktioniert wunderbar. Devlin James hat man nicht frei lassen für 3. Die macht auch der zweite. 2 von 2. 3. Devlin James. Ah, herrlich zum Zuschauen. Wie gesagt, schön sogar Alexia Roll, Erica Morrow für 3. Oh, oh, okay. 37,1% auch von ihr. 3er kommen auch. Also die Frau kann alles, wenn sie will. Aber es wird nicht lange. Erica Morrow für 3. Und da geht auch noch einer. Das ist der Ausgleich. Und ich verliere meine Stimme schon im ersten Spiel. Meine Damen und Herren, wenn es so laut ist, dann können wir nur laut kommentieren. Das ist sicher super für das Spiel, dass wirklich eine halbe Sekunde zu spät kam. Derek Morrow, von dem her, glaube ich, ist der Entscheid korrekt gewesen. Okay, es hat mich ein bisschen erinnert, wie als letztes. Für Helios. Und jetzt ist er aber drin, Bosovic für 3. Also, Helfig bleibt im Spiel mit Präzision und mit Herz. Und mit viel mehr Sorge zum Ball als vorher. James Roll, auch nach am Schritt, Ferler Gur für 3 nochmal. Drin. Ich glaube, sie ist auch bei etwa 20% Quote über die Saison gesehen. Aber sie nimmt die Freie und macht mindestens die Hälfte. Ohne Diskussion. Genau. Devlin James gegen Erica Morris. Ja, genau, und das erste Mal die zwei amerikanischen Spielerinnen gegeneinander. Gur Frey spielt wieder mit dem Hüpfer, der für mich ein Dorn im Auge ist, aber anscheinend pippt man ihn doch nicht ab. Also, das ist halt eben auch der Unterschied, dass bis jetzt außer Lara Thalmann bei der Schweizer Spielerin von Helfig noch nie. Ich bin ein grosser Kritiker von Spiel im Publikum. Während Lara Thalmann da unauffällig aufzuhalten, dass man nicht merkt, dass er dort war. Aber er weiss dann doch alles.